Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Immer noch. Ja. Aber Sparta ist bald vorbei. Wir müssen jetzt nur noch Parthien hier weghauen und Hellas besiegen. Und das war's. Das heißt also hier Hellas. Die da müssen wir ja irgendwie raushauen oder eben zu unseren Klientel machen oder Verbündeter oder so, mal schauen. Und Persis müssen wir erobern, aber das ist ja gleich. Das ist ja gleich. Gut, dann will ich das dann noch erobern schnell. Hey, warte, Nachtangriff. Hat keinen Unterschied. Gut, dann spielen wir das kurz. So. Also der Plan ist auch danach, also nach der Kampagne, dass wir nochmal Sparta spielen, aber ein bisschen schwieriger. Und zwar gab es ja diese Challenge und der habe ich natürlich zugesagt. Das ist immer super interessant. Aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Das finde ich übrigens cool, dass sie Karthago wirklich so mit dem heftigen Militärhafen hier gemacht haben und so. Da ist das geil. Weil die Stadt ist schon richtig, richtig cool. Nur schade, dass man hier nicht rauf kann. Also so als Verteidiger wäre es halt dann nochmal cool, wenn es hier weitergeht und dann, wenn man hier noch das verteidigen muss und so. Wäre schon cool. Kann man ihn dann hier aufstellen und da runterballern. Eieie. Gut, aber die Stadt ist ziemlich gut geschützt. Es ist halt kacke, dass hier zwei Tore gleich nebeneinander sind. Das ist schon ziemlich heftig. Hier sind halt sehr viele Türme. Okay, aber ich hab ja. Okay, warte. Also erstmal die ganzen Hopliten. Geh mal da weg. Der nimmt den. Ja, okay, und deine Einheit nimmt die. Gut. Ich will versuchen, hier natürlich anzugreifen. Zuerst die da werden die Mauern zerstören. Und da brauche ich. Ja. Ganz ehrlich, dann brauche ich eigentlich die Leiter nicht. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Dann brauche ich die Leiter echt nicht. Gut. So, dann die da werden unterstützen. Die da werden später unterstützen. Die da kommen gleich dann dahin, sobald die Mauern weg sind. Ups, natürlich habe ich wieder rausgetappt. Okay, das war es. Sparta! Hopliten! Wenn ich mich umsehe, bin ich stolz, euer Befehlshaber zu sein. Jeder Soldat würde dasselbe sagen. Mut steckt in jedem Einzelnen von euch. Deshalb, meine Freunde, und dann hau ich mal mit dem hier hin. Und schwur mal vor. Thank you.
So viel Damage macht er dann auch nicht. Das ist ganz gut. Okay, dann kann ich schon mal losgehen. Wenn die da stehen bleiben. Ja, so viel tut. Die Mauern sind durchbrochen! Die sind halt so krass, die Dinger, ne? Gut, dann geht's schon mal weiter. Hier geht's weiter. Die bitte alle ein bisschen defensiver an. Ja, natürlich. Wieso seid ihr wieder normal? Das ist doch dumm. Die kommen dann auch gleich rein. Unser General wird angegriffen. Wieso sind die Piken aus? Waren doch alle schon in der Phalanx drin. Picken bitte raus da. Ich könnte hier mal Flammenschuss-Dings machen. Die mal auch hier hin. Ja, hier habe ich mehr Platz. Sieht gar nicht so bescheiden aus. Warte, dann mach ich jetzt mal einen normalen Schuss. Warte, so. So. Brechen hier mal durch. Verstanden! Befehle verstanden! Ja, Kommandant! Wie ihr befehlt! Verstanden! Damit wir den mal endlich schlagen können. Weiter.
Du gehst mal jetzt weg hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Einfach nur überleben, das ist die Hauptsache jetzt. Dass irgendein verirrter Schuss dir noch wehtut. Ich freue mich schon, wenn der da hier weg ist. So viel aus, keine Ahnung wie. Endlich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Kommt der von hinten oder was? Einfach zwischen euch. Ignoriert alle. Einfach ignorieren. Ihr könnt euch nichts dran haben. Ihr könnt euch nichts. Ja, bis auf der Turm da oben. Okay. Dann machen wir das so. Ich hole mal die Kavallerie da rein. Kümmern sich darum, die gehen mal zurück und kümmern sich darum. Die Fernkämpfer sind auch mal interessant hier. Die Männer wanken. Ja, das ist interessant. Okay, dann geh
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das sind ja nochmal welche. Das ist echt krass. Dann gehe ich mal hier hin. Ah, doch noch nicht. Noch nicht. Ich will warten, bis seine Bikini-Einheit hier im Kampf ist. Dann wo gehst du jetzt hin? Ah, da. Okay. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ich wollte gerade sagen, irgendwie so, wieso kämpft er noch so heftig? Den übernehmen wir ja jetzt gerade. Aber war anscheinend noch nicht genug. So, warte, 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 2 sind geflohen. Aber gut, dass wir hier eine Bresche geschlagen haben. Wir haben einen Turm eingenommen. Gut, dass wir hier eine Bresche geschlagen haben, weil sonst wären die fliehen, komplett tot. Die können, also wenn die hier rausfliehen. Ja, sterben die. Deswegen sind ja so Belagerungen und so recht kostspielig. Ja. Aber ist ja auch realistisch, also. Das passt schon. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ist gerade ein bisschen unpraktisch, weil ich nicht weiß, ob das mein General ist hier. Das weiß ich nämlich nicht. Okay, die pieken erstmal hier hin. Die da hier hin. Die da dahin. Die da da. Die anderen haben alle zu wenig HP. Ich könnte mal die hier hinstellen. Damit sie dann das Tor einnehmen und damit ich dann mit der Kavallerie hier außenrum kommen kann. Weil wenn ich so jetzt angreife, also ja, wenn ich so jetzt angreife, verliere ich. Deswegen muss ich das ein bisschen warum? Der hatte die warum? Und warum bleiben wir jetzt stehen? Fragen über Fragen. Wieso geht er weg? Hier wäre die perfekte Position für ihn gewesen. Es sei denn... Ja, das war die beste Position für ihn. Wir haben einen Turm eingenommen. Schön. Wo gehen die denn hin? Oh, warte, stopp.
Oh, oh, oh. Der geht dahin. Das ist interessant. Dumm, aber interessant. Wobei, das da war nicht dumm. War wirklich nicht dumm. Wir haben einen Turm eingenommen. Wahrscheinlich ist hier noch der General. Ja. Das machen die meistens so. Dass der General dann am Schluss noch übrig bleibt. An sich ist es auch nicht dumm. Also jetzt, was er hier macht, ist dumm. Aber an sich ist es nicht dumm, weil ich dadurch hier vorne nicht seine komplette Armee platt mache. Also sonst ist er ja weg. Sondern ich muss halt noch durch die ganze Stadt hin, also durch. Und ja. Dadurch bekomme ich mehr Schaden von den Türmen und so weiter. Also ganz so verkehrt ist das nicht. Oh nein, ich habe aus Versehen gesagt, sie sollen absteigen. Aufgesessen! Hat eigentlich eine Raute. Seid ihr drauf? Nahkampf, Kavallerie! Kavallerie! Befehle? Ja, Kommandant! Oh, die sind drauf? Die sind drauf. Okay, jetzt sind die. Okay. Dann wieder eine Freundin, um aufzusteigen. Schnelle Nahkampf, Kavallerie! Der Charge hat halt überhaupt keinen Schaden gemacht. Einen, wow. Aber jetzt kommt die Verstärkung. Schon. Oh, okay. Und wieder aus. Ich muss halt schauen, dass ich seine Formation immer störe und aufhebe. Dadurch bekommt er nicht diese krassen Boni. Genau, und wieder aus. Jetzt ist er schon mal rot. Und gleich ist er tot.
Aber jetzt kann ich mal vorspielen. So. Gut. 2, 6, 2, 5, 3. 70. Süß. Ja. War ganz in Ordnung. Also im Gegensatz zu seinem. Er hat 700 getötet und ich habe 900 irgendwas verloren. Das ist halt immer so mit den Türen. Das ist ein bisschen tragic. Ja. Nein! Wieso? Das ist blöd. Ah gut, das war sogar einer von mir. Das war sogar ein General von mir, das ist ganz gut. Sonst hätte ich ihn versucht zu töten, vielleicht. So, hier ist alles wieder gut. Dann gehe ich mal wieder hoch. Hier ist auch das. Genau, das habe ich diese Runde schon gemacht. Hier gehe ich nächste Runde runter. Und nächste Runde und nächste Folge. Ah genau, hier habe ich ein bisschen Probleme noch. Ich schau mal kurz, wie uns Knossos sieht. Expansionspolitik minus 100. Gut, den muss ich dann auch töten. Was hier der nächste? Hier. Ist der nächste Außenposten oder also der nächste Ding. Hier oben macht er ein bisschen Trouble. Der Trouble Bubble. Dann kann ich hier noch einen General holen. Ich nehme ungern Generäle von meiner Familie für Flotten. Egal, dann ja, minus 8 Nahrung ist eigentlich wurscht. Wirklich wurscht. So, feindliche Agentenreaktionen. Ah, das ist ganz gut. Okay, dann gehe ich mal hier runter und schau, was hier so ist. Anti-Armee? Nope. Hier ist alles gut. So, dann haben wir den spartanischen Abtrünnigen auch geschafft. Ich glaube, die Rüstungsschmiede habe ich noch nicht. Oha. Warte, wo war der gerade? Egal. Ja, okay, gut. Dann hier das da und hier das da. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich glaube noch so 2-3 Runden. Dann, also wir müssen uns erstmal mit Armenien rumschlagen. Das da machen wir so nebenbei mit den zwei Armeen, die da noch sind. Das geht ja leicht.
Die Abtrünnlinge sind gleich weg. Der da hat 2 Fullstack-Armeen, da müssen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. Und den Römer will ich noch holen. Gut, dann bis dann. Macht's gut, bye bye.